So, da sind wir wieder, immer noch in der Schmiede und ja, wir geben uns langsam hoffentlich auf Ende zu. So. Sie sieht ja schon abgefahren aus, die Schmiede. Ja. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass da oben noch was ist, aber hier ist nichts. Okay, dann geht's hier rüber zu diesem Checkpoint mal wieder. Ah. Das war unnötig. Zum Glück ist da drüben gleich der nächste Checkpoint. Und ich mache es natürlich falsch. Aber zum Glück habe ich den Magier noch. Hopp. Und hopp. Jetzt geht es beide Diebe wieder. Jetzt will ich erst einmal hier hoch. Ja. Ob hier oben nämlich noch was ist, aber hier scheint nicht irgendwas zu sein. Deswegen gehen wir wieder hier unten lang. Gehen wir wieder hier unten lang. Und öffnen da oben das Tor. Was sich nicht öffnen lässt. Die Bretter sehen so aus, als ob man sie zerschießen könnte. Na toll, das hat jetzt was gebracht. Ah, jetzt ist die Tür hier offen. Aber wie kommt man da drüben hin? Ah, von der anderen Seite. Okay. Das habe ich jetzt kapiert. Von da aus. Sehr schön. Wie viel haben wir denn mittlerweile? 25 Gegner und... Oh, wir sind fast, also fast durch. Da hatten wir mal Ausschau nach dem letzten Secret. Hier ist noch eine Fiole gewesen. Wäre ärgerlich, wenn wir das letzte Secret verpassen. Aber zum Glück scheint es hier noch etwas weiter zu gehen, weil hier noch ein Checkpoint kommt. Ja. Und ich gerade ziemlich ein Mist gebaut habe, aber es gab noch recht konnte, Gott sei Dank. So, jetzt müssen wir hier irgendwie hoch. Hier drüben scheint nichts zu sein. Dann wechseln wir mal auf den Magier und stellen erstmal dieses Brett hier in ordentliche Position. So. Soweit die nämlich hochklappen. Ja.
fallen wir fast in den Tod. Nein, das war jetzt nicht so von mir geplant. Aber gar nicht geplant. Ja, das war knapp, aber es hat gereicht. Wir müssen auf den Turm klettern. Ich habe ein schlechtes Gefühl. Und wir haben das Ende erreicht und das letzte Sieg wird verpasst. Schade. Als unsere Helden die Stufen emporstiegen, fuhr ihnen eine eisige Kälte durch die Knochen und die Geräusche der Schmiede waren verklungen. Zu still. Und dann hörten sie die Stimme. Welche Stimme? Werden wir ja sehen. Wir sind jetzt im Turm von Tessarik. Nicht gut an. Das ist auch nicht gut, weil das ist das letzte Level. Und das ist Sarek. Und der treibt jetzt ein mieses Spiel mit uns. Schnell, schnell auf den Vorsprung. Wir müssen die Spitze erreichen. So kommen wir durch. Sarek wirft uns nämlich jetzt alles Mögliche entgegen. Und wir müssen gucken, dass wir so schnell wie möglich hochkommen, weil von unten die Lava hochsteigt. Die ganzen Skelette hier sind weg. Ah, das bringt nichts. Schneller die Brücke zaubern. Weil von unten kommt die Lava. Gestiegen. Und ich habe mein eigenes Bett zerstört. Mist. Ja, das kann sein, dass das hier in die Hose geht. Und dann bin ich tot. Als unsere Helden die Stufen emporstiegen, fuhr ihnen ein... Okay. Das fühlt sich nicht gut an. Ich mag das letzte Level absolut nicht. Schnell, spring auf den Vorsprung. Wir müssen die Spitze erreichen. Weiß ich selber, dass wir die Spitze erreichen müssen. Und das bevor uns die Lava erledigt. So. Das ist gemeint, dass wir auf einmal zwei waren. Könnt ihr aufhören damit? Ich kann nicht mal richtig springen bei den ganzen Skeletten. Weg. Vor allem, es gibt keine Checkpoints, soweit ich das noch in Erinnerung habe.
Ah. Geht, lasst mich in Ruhe. Und da steigt auch schon die Lava und ich lande nicht drin. Nein. Mist, Mist, Mist. Level neu starten. Als unsere Helden die Stufen emporstiegen, fuhr ihnen. Oh, das fühlt sich nicht gut an. Ich mag dieses Level absolut nicht. Schnell, spring auf den Vorsprung. Wir müssen die Spitze erreichen. War richtig schnell denken und handeln, wie die Gemeinheit ist. Erst einmal muss man gegen so viele Skelette hier ankommen. Schaut euch das an! Soll man das überhaupt richtig ordentlich schaffen können? Genau! Jetzt war ich runter und bin tot. Neu starten, wenn der Krieger drauf geht, ist aus. Fuhr ihnen. Oh, das fühlt sich nicht gut an. Und ja, dieses Level nervt mich. Ich hab solche Levels schon in. Alten Spiel nicht gemocht, so wie Super Mario, das Side-Scrolling-Level. Aber das mit der Lava, die von unten kommt, ist richtig mies. Geht, lass mich in Ruhe, komm her, du. Na, ist klar. Dann stört der Bastard direkt über mir. So, nimm das weg. Hey, lass mich in Ruhe. Gehst du endlich weg? Ja. Magie ist gestorben.
Nein. Ja. So. So, hier rüber, hier rüber. Nein. Komm runter. Nein. Ich hab dich getroffen, stirb. Und da hat's meine. Oh, hat's nicht. Mein Gott sei Dank. Und ja, auch wenn der Part jetzt etwas länger gehen sollte, jetzt mache ich das wieder zu Ende. Ach, jetzt kapiere ich das. Ich bin ganz oben angekommen. Die Lava hörte auf, hörte mich ja auf zu steigen, da die Frage. Ich glaube, ich muss einfach bloß Gegner erledigen. Ja, und ich habe nur 3 von 10 Erfahrungsführungen eingesammelt. Das Level ist auch schwer und Entschuldigung, wenn ich dir jetzt nicht so viel gesagt habe, aber ich wollte mich einfach konzentrieren. Fledermäuse nerven. Nicht nur, dass sie so nerven als Gegner, sie macht auch diese nervigen Geräusche. Ja, ich bin gerade ziemlich auf Adrenalin, merkt man. Irgendwo hochschießen. Da muss ich den Magen hier irgendwas bewegen. Ach so, ich muss einfach nur hier hochkommen. Und Zwischensequenz, wir haben es geschafft. Wir haben den Shrine vollendet. Und da hat Sarek noch am Schluss ein Zeug mit dem Hammer auf den Kopf gekriegt. Und sogar unsere Kiste ist noch zu sehen.
Als das Böse verschwand, wurde der alte König, oder was auch immer von seiner menschlichen Seele übrig geblieben war, freigesetzt. Die Artefakte stellten das Gleichgewicht der Welt langsam wieder her. Das Leben und die Freude kehrten in das Königreich zurück. Im Frühjahr wurde ein neuer König gewählt. Der neue König bot unseren Helden eine Belohnung. Der Ritter lehnte es ab, Hauptmann des königlichen Heeres zu werden. Stattdessen folgte er am Ende seines Vaters Hoffnung und erkannte seine andere Passion an, die des Essens und des Bieres. Er wurde königlicher Bierlieferant. Der Diebin wurden Reichtümer jenseits ihrer Vorstellung angeboten, aber sie spürte ein Verlangen, zu den Ruinen im Wald zurückzukehren. Der König bewilligte ihren Wunsch und gab ihr die Herrschaft über den Wald, in den das Leben langsam zurückkehrte und der die alte Pracht wiedererlangte. Und der Zauberer? Er verstand am Ende, dass der Weg zum Erfolg nichts mit dem Feuerballzauber zu tun haben musste. Er war sich nicht sicher, was es war. Aber das Königreich zu retten, half auf jeden Fall. Nachdem er ein paar Jahre mit einer Frau namens Margaret verheiratet war, brachte diese Drillinge auf die Welt. Ein faszinierender Augenblick, wie viele sagten. Allerdings wissen wir nicht, ob der Vater Stolz, Scham oder beides empfand, als alle seine Kinder den Feuerballzauber vor der Vollendung ihres ersten Lebensjahres meisterten. Aber trotz allem, sie lebten glücklich und zufrieden bis an ihr Lebensende. Juhu, kitschiges Ende. Und da kommen die Credits. Ja, was soll ich sagen? Das Spiel war einfach genial. Es war so schön designt und hatte eine interessante und lustige Story und drei sehr interessante und teilweise seltsame Charaktere. Man hat ja schon am Schluss gesehen, der große Ritter ist Bierlieferant geworden. Oder Säufer, besser gesagt, im Bild zu urteilen. Aber gut, stellen wir seine Entscheidung nicht in Frage. Er hat Sarek zum Schluss nochmal den Hammer auf den Kopf gehauen. Er hat's verdient. Ja. Das Einzige, was ich an dem Spiel bemängeln muss, sind zwei Dinge. Erstens dieses ständige lästige Skelett-Spawning. Ich meine, da muss man ewig lange warten, bis die gespawnt sind und dann weiß man nicht, wann es aufhört. Ich will ja schon an ein paar Stellen weitergehen und dann kamen doch wieder Skelette, die ich erst weghauen musste. Und das letzte Level, dieses Flieh vor der Lava, bevor sie dich frisst. Ich sag euch, ich habe beim ersten Mal spielen so viele Versuche da verbraucht und auch jetzt hier habe ich 4 gebraucht. Ich weiß es gar nicht mehr, ich habe jetzt nicht mehr mitgezählt, aber egal. Aber sonst, da ist daher ein schönes Spiel. Ja, ich hoffe, ihr hattet Spaß an diesem kleinen Nebenprojekt, was ja auch ein bisschen jetzt zu einem Hauptprojekt geworden ist, nachdem ich Drakensang kurz pausiert hatte. Oder besser gesagt, immer noch pausiert habe. Weil jetzt werde ich als nächstes mit Twine 2 weitermachen. Ja, es gibt einen zweiten Teil und der wird definitiv noch abgefahrener. So, was möchte ich denn noch, könnte ich dir noch sagen? Eigentlich nichts mehr, außer viel Spaß bei meinen zukünftigen Projekten. Bis dann. Doch, da fällt mir was ein. Der Soundtrack ist sehr toll. Also jetzt gerade über die Credits zuzuhören. Ist schon erstaunlich, dass solche Indie-Games wie jetzt hier Twine
Kick besser sind als so manche gepublished Games. Also wenn ich mir ansehe, was EA so in letzter Zeit auf den Markt wirft. Ich bin ja zum Beispiel von Dragon Age 2 gar nicht begeistert gewesen und dem Dreier gegenüber bin ich auch ziemlich skeptisch. Aber ja, das lassen wir dahingestellt sein. Oh, hier kommen die Special Thanks. Oh, hier steht sogar, wo man den Soundtrack herbekommt. Auf airytunes.com. Der Soundtrack wurde sogar in Memo, in Gedenken an, jemanden geschrieben. Hm. Also wer sich für den Soundtrack interessiert, da wisst ihr jetzt, wo ihr ihn herbekommt. Ja, ein sehr schönes Spiel von Frozen Byte. Und Ende von Twine. Oh, es fing wieder von vorne an, also breche ich es mal die Bar ab. Gut. Damit würde ich sagen, bis zum nächsten Mal.